Verehrte Damen und Herren, herzlich willkommen in meinem Kanal. Ihre Dendera Susanna Medici. Wie beeinflusst die kosmische Energie unseren heutigen Tag am 21. Juli 2018? Sonne befindet sich in Tierkreiszeichen Krebs. Bei Sonnenaufgang geht die Tierkreiszeichen Krebs in Osthorizont auf. Das bedeutet für die Krebsgeborenen etwas ins Licht zu bringen, etwas präsentieren oder die Suche nach Wahrheit und auch die Bedürfnis wahrgenommen werden. Unserem Planet Erde bewegt sich zurzeit in Tierkreiszeichen Steinbock. Das bedeutet für die Steinbockgeborenen die Bedürfnis, eine feste Boden unter den Füßen oder die Naturverbundenheit oder Körper, Körperbewusstsein und Ernährung. Mond hat eine zunehmende Mondphase. Grundsätzlich eignet sich dafür etwas starten, was vermehren soll. Aber wir sollen trotzdem die Tagesenergie betrachten, weil nicht jeder Augenblick eignet sich dafür. Es gibt Tage, wo Spannung da ist und das ist nicht der richtige Augenblick zum Handeln. Nach unserer westlichen Astrologie bewegt sich Mond in Tierkreiszeichen Skorpion. Nach indischen Astrologie, nach indischen Berechnung bewegt sich Mond noch in Tierkreiszeichen Waage. Warum ist dieser Unterschied? Die indischen Astrologen berechnen ihren Horoskopen anderes, weil sie berücksichtigen die Präzession, was nichts anderes ist als die Bewegung unserem Sonnensystem durch den platonischen Jahr. Die indischen Astrologen arbeiten auch mit Mondkalender und sie betonen die Mondenergie, die Einfluss des Mondes im Alltag. Und natürlich hat das auch eine Bedeutung. Was die indischen Mondhäuser für uns heute vermitteln, und das ist die Sonnenbewegung und die Mondbewegung, wichtig ist heute, dass wir auf unseren Gefühlen achten. All das, was uns begeistert, das sollen wir auch tun, weil das ist der richtige Weg. Wir stehen in einer Gabelung und treffen wichtige Entscheidungen. Es kann sein, dass jemand versucht, zum abzulenken oder wir fangen an zum Zweifeln, was ist richtig, welche Richtung sollen wir gehen. Die Antwort ist das, was uns gerade begeistert. Und wie trifft das die einzelnen Tierkreiszeichen? Bei Tierkreiszeichen Krebsgeborenen ist wichtig die Wahrheit und sie möchten auch wahrgenommen werden und tatsächlich werden die Krebsgeborenen wahrgenommen. Die Krebsgeborenen brauchen aber eine gewisse Ruhe oder Zurückgezogenheit und auch die Vertrauen, dass alles kommt in Bewegung, es kommt alles in Fluss und das erleben sie auch in die kommenden Tagen. In die Liebepartnerschaft haben die Krebsgeborenen Glück und auch die Gespräche wird die Krebsgeborenen auch begeistern. Die Tierkreiszeichen Löwengeborenen. Ist sehr wichtig momentan die Kontakte und die Gespräche. Das läuft besser als in vergangenen Tagen. Es ist auch wichtig für die Löwengeborenen wahrgenommen werden. Sie möchten gerne im Mittelpunkt stehen und Anerkennung bekommen. Und das bekommen sie auch, die Löwengeborenen. Bei einigen Löwengeborenen gibt es wichtige Aufgabe, schicksalhafte Entscheidungen. Immerhin, hier bewegt sich noch die aufsteigende Mondknoten und es ändert sich etwas im Schicksal, ändert sich etwas in die Richtung. Die Tierkreiszeichen Jungfrau Geborenen ist ein wichtiges Thema, die Liebe, Partnerschaft. Nicht nur das, sondern Familie, Verwandte und da kommt etwas in Bewegung. Eine kleine Reise ist auch möglich und ein Gespräch begeistert die Jungfrau Geborenen.
Die Tierkreiszeichen Wagengeborenen ist wichtig, die Sicherheit, Stabilität, auch das eigene Zuhause. Und da ändert sich vieles bei einigen Wagengeborenen. Entweder verschönern etwas zu Hause oder kommt eine neue Einrichtung oder ein Umzug. Es ist auch möglich. Die Tierkreiszeichen Skorpiongeborenen sollen im Vertrauen bleiben, weil da liegt das Glück und es kommt auch in Bewegung. Das heißt mit anderen Worten, wenn die Skorpiongeborenen daran glauben und diesem Vertrauen bleiben, kann ein Traum wahr werden. Die Tierkreiszeichen Schützengeborenen verspüren die schöpferische Kraft, tolle Ideen, das möchten auch umsetzen im Tat. Und da haben auch die Begeisterung, auch die Kraft, auch die schönen Gespräche oder ein Gespräch kann weiterhelfen bei den Schützengeborenen. Die Tierkreiszeichen Steinbockgeborenen hat sich etwas beruhigt. Und sie haben die Selbstbewusstsein oder haben wieder die Kraft, etwas Neues zum Starten. Es kehrt etwas zurück von Vergangenheit und da ändert sich die Richtung oder ändern sich die Lebensumstände. Und dieser Einfluss oder diese Veränderung, was mit der Vergangenheit zu tun hat, ist eine sehr gute und schöne Energie, was gerade die Steinbockgeborenen trifft. Die Tierkreiszeichen Wassermanngeborenen wird in die nächste Zeit ein wichtiges Thema sein, die Liebe, Partnerschaft und das bringen sie in Ordnung. Es ist auch möglich, dass hier karmische Erinnerungen, karmische Begegnungen kommen. Immerhin bewegt sich die absteigende Mondknoten noch in Tierkreiszeichen Wassermann. Die Tierkreiszeichen Fischengeborenen haben Glück. Wichtig ist, dass sie im Vertrauen bleiben und daran glauben. Dann kommt es alles im Fluss und ein Traum wird wahr. Die Tierkreiszeichen Wiedergeborenen ist gerade ein Reinigungsprozess, ein Heilprozess. Entweder bei einer Krankheit kommt die Heilung oder eine bestimmte Situation, was kränkt, kommt die Lösung, das wird sich alles aufklären. Es ist auch möglich, dass einigen Wiedergeborenen suchen ihre wahre Berufung und das ist die heilerische Richtung. Die Tierkreiszeichen Stiergeborenen können mit unerwarteten Ereignissen rechnen oder kehrt jemand zurück von der Vergangenheit. Eine Überraschung erwartet die Stiergeborenen und dadurch kommen Umbrüche und Veränderungen. Der Einfluss ist sehr angenehm. Die Tierkreiszeichen Zwillingsgeborenen ist gerade ein Aufstieg und es ist wichtig, auch Kontakte pflegen, die Kommunikation oder Freundschaften, Bekanntschaften. Aber nicht nur das, sondern die Liebe, Partnerschaft und da haben die Zwillingsgeborenen zurzeit auch Glück. Und das war mein Tageshoroskop. 10. August 2018 ist die nächste Wunscherfüllungsritual. Dieses Wunscherfüllungsritual ist gratis. Sie können gerne per E-Mail anmelden, schreiben bitte Ihre Wünsche auf und ich beantworte alle E-Mails und beschreibe ich, worauf Sie achten sollen und welche Uhrzeit die Ritual beginnt. Und das war mein heutiger Tageshoroskop. Ich bedanke mich für das Zuschauen. Mein Name ist Dendera Susanna Medici.